Sehr vielen Dank schön dafür, dass Sie von der Weile unseren YouTube-Kanal eingeschaltet haben. Uns würde auch sehr gefallen, wenn Sie uns sehr gut wären und da unten den Subscriber würde anklicken. Vielleicht schreiben Sie uns auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schickt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht der ihr uns auch mal in die Falle, schickt ihr uns hier ein Zeugnis teil. Wir beten auch, dass all unsere Videos möchte einen sehen für ihn sein. Wir sind hier bei einer Indianer-Bibelschule auf Jalvasanga. Und ich bin hier mit dem Leiter Rendwick. Für was für eine Menschen ist diese Bibelschule hier gedacht? Also seit der Gründung in 1974 ist diese Bibelschule spezifisch für Indianer gebaut worden. Also wir haben bloß Studenten, die aus den verschiedenen Indianersiedlungen aus dem Chaco. Und seit dem letzten Jahr haben wir auch ein paar aus Ostparaguay, das ja leider nicht, aber im Prinzip bloß für Indianer. Und von Tag ist hier ein ganz, der letzte Tag, ist hier ein spezielles Programm. Was habt ihr hier von Tag? Ja, das, was wir der letzte Zeit gehört haben, oder diese Woche gehört haben, dort ist ein, wie nennen das, Seminario de Pastores, also ein Predigerseminar. Und dort sind dann eben alle eingeladen, die in den verschiedenen Gemeinden, in den Siedlungen schaffen, in den Siedlungen. Und auch, kommen auch immer wieder Personen, die sich interessieren, und über ein Thema einfach auch mal erzählen. Und dort wird von der Bibelschule organisiert? Ja, dort wird direkt hier von der Schule organisiert, ja. Und so ist es vollständig, sind hier auch verschiedene Ethnien. Kennen die alle Spanisch oder wo haben ihr dort hier abgedeilt? Ja, wenn wir an unsere Studenten denken, was wir sonst immer haben, haben wir in Deutschland zwischen 7, ich würde mal sagen, zwischen 6 und 8 verschiedene Sprache hier. Okay. Und ja, rechte wir aber immer in Spanisch, in der ersten Tag in diesem Predigerseminar. Wir haben ja rechte in Spanisch. Und die haben dann aber nur die Vorträge, immer war der Tiet auch, wo die sich in ihre Sprache, aber uns in die 3 Hauptsprache, dort sind Klit. Da kommen dann auch die Sanapana, die Tova, und die Entletzur auch nun ja. Wenn sie die Sprache verstehen, dann haben wir die Guarani-Gruppe. Da kommen dann die Yandevas und die Angaites und alle, die wird Guarani ziemlich gut reden nun ja. Und dann ist die Nivakle-Gruppe. Also die Bibelschüler müssen auch daran teilnehmen. Wie viele sind dort? Ja, dort ist, wie würde man sagen, das Seminar, dort ist Teil von der Bibelschule. Das ist Teil von unserem Lehrplan. Der Unterricht wird für diese Woche einfach ganz aufgesagt. Und die Schüler müssen alle mitmachen. Die machen teilweise ein Programm auch mit. Während der Vorträge, die sind die hier. Die helfen anleiten, Leute anleiten, Musik. Wenn wir Senioren anleiten, die planen auch verschiedene, zum Beispiel von dort zu uns, ja, dort einen Gottesdienst. Der ist in der Hand von der 2. Klasse. Und so wird auch Montag, und so wird auch Dienstag, dann wird der Gottesdienst in der Hand von der 3. Klasse. Und wie viele sind dann ungefähr, die nicht zur Bibelschule kommen? Wie viele sind hier ungefähr? Ja, Bibelschüler haben wir das Jahr 31, die nicht noch hier sind. Wir fangen mit 34 an. Und von dort Teilnehmer sind etwa 200, sind ja, erst, ja? Das Jahr sind dort, wenn ich richtig sehe, dicht und 230. Da sind seine, die für einen Tag kommen, für einen Thema, aber eingeschrieben sind, hängen 221. Wo wird das bekannt gemacht, dass ein Seminar ist? Und wie kommt das viel für, was Menschen interessiert sind an das Tier? Also, wenn es dort über sehr viele Jahre stattfindet, immer im Mai und immer im September, wie das auch ist immer, das Jahr war auch noch mal seine. Wartet ihr dort alle? Die Frau hat immer anfangs ja nur, wartet das Seminar geben. Also das ist auch eine Tradition geworden, aber wie jeder dort auch bekannt, über Zappadartig in ihre verschiedenen Sprachen, wo die haben auch nur recht in ihre Sprachen. Du wird dort bekannt gegeben, wie jeder dort mit den Schülern, wenn die mal in den Haus fahren, das ist nur kurz über Österreich. Dann hoffen wir auch, dass er dort an ihre Tüte dann auch bekannt geben. Ja. Und die Redner sind von Jünd, von uns Mennoniten oder andere auch? Ja, der Hauptredner, oder der meiste Redner, muss ich sagen, sind Lehrer, hier von der Bibelschule selbst. Ja. Und dann laden wir auch immer wieder einzelne Redner von den verschiedenen Missionaren, von Akumem und MIM. Und Missionare, die auch unter Indianer arbeiten. Und der Lehrer bei der Bibelschule, dort sind Mennoniten? Ja, das sind alles Mennoniten.
Wenn es dort auch die Bibel schon auch von einem mennonitischen Gemeinde ganz in der Hölle auch gedrückt wird. Noch ein bisschen wieder zu der Bibelschule. Sind ja bestimmt viele mit ihren Familien. Der Mann studiert und hat Familie. Wohnen die hier auf dem Hof? Ja, das ist eine von unseren Grundregeln, dass unsere Studenten alle befreit müssen sein. Und die Mutter auch hier auf dem Hof wohnen, ist Ehepaar oder ist Familie, wenn sie Kinder haben. Ja, hier viel Hiesatjes. Ja, ja. Das bedeutet viel, dass wir 31 Familien hier auf dem Hof wohnen. Oh. Ja, die Frühes gehen nicht in die Frühesschule. Die wird auch von die kommt auch in die Bibelschule. Das ist uns reiche Arm, der ist hier ein kleines Einzige wieder. Freiwillig Mathe. Ja, wir haben dort gesagt, dass alle, die auf der Bibelschule wohnen, Mathe zur Schule gehen. Also, die sind einmal die kleinen Kinder, die kommen in eine Kinderschule nennen oder eine Escuelita, das wir dort nennen. Dann habe ich die, die eine Darbschule gewohnt, die gewohnt dann eben eine Darbschule hier, die besiegt auf dem Hof ist eine Darbschule, und dann sind die Sekundarschüler, die gewohnt durch die Schule, eine frühe Schule und Mana hier bei uns, eine Bibelschule dann, ja. Und dort ist, für wie viele Jahre sind die Bibelschule, bei der ganz aufgeschlossen ist, die Student? Also, unser Programm ist, basiert sich auf 3 Jahren, also jetzt ein 3-Jahres Studium. Okay. Gut, dann weit wir ein bisschen, dass hier viel mit Schulte drin ist, also Volksschule für die Kinder und auch für die Frühes und auch für die Männer. So, ich bedanke mich, Randwick, dass wir hier das Gespräch haben. Auch Dankeschön an dich und Gottes Segen.